Lalilu, nur der Mann im Mond schauen zu. Vor allem, wieso Mia wacht auf? Wir haben doch. Ist egal. Ah ja, Wie? stimmt, wir spielen ja jetzt Mia. Stimmt. Ethan? Wir haben ja Ethan verloren und vor allen Dingen. Okay. Okay. Boah, Alter. Muss mal eben nochmal die Brille ein bisschen justieren. Dass ich hier nichts verschwommen sehe oder so. Boah, Alter, das ist schon. Boah, krass, das ist schon riesig hier. So. Ist das jetzt schon laut? Kommt das so leise vor? Warte mal eben. Ja, es ist schon laut, okay. Ja, an der Mütze liegen, weil ich die Mütze auf habe. Haben wir irgendwas mit dem. Seltsame Flasche. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Baker-Anwesen aufwachten, scheint wichtig zu sein. Ach, wie süß. Also auf dem Bildschirm, keine Ahnung, auf dem Bildschirm wiegt die wahrscheinlich größer, ne? Hier in der Brille ist sie ungefähr so. Was steht denn da? Da stand doch gerade irgendwas, oder? Hallo? E001. Kann das sein, dass das eine Probe ist? Eines Virus? Ich springe runter. Oh Gott. Ich komme immer noch von der Theorie nicht ab, weil wir wollen ja auch rausfinden, was das jetzt mit dem Baker's auch zu tun hat, mit Resident Evil und so, wo der Zusammenhang ist. Ich komme immer noch von der Theorie nicht ab, dass auf dem Schiff wahrscheinlich irgendwas war, was sie infiziert hat. Oh Gott. Oh, wer ist das denn? Ethan? Ethan? Ah! Was ist das denn? Da läuft mir mal glatt die Nase. Oh Gott, ich will hier gar nicht sein. Da ist der hingeblubbert. So, da gucken wir mal. Ich komme mir gerade vor wie im Vergnügungspark, Phantasialand. Eingangswartehalle oder so. Alter Schwede. Das ist die einzige Tür übrigens. Da unten ging es irgendwo nicht weiter. Nicht weiter. Das wird schon seinen Grund haben, warum die verschlossen ist, oder? Oh Gott, Alter. Leute, ist das dunkel da drin. Oh Gott. Ist das wieder so eine gemeine Tür hin? Bleib bloß offen. Oh, ein Schaltschrank. Sehr schön. Solange die Tür noch offen ist. War doch klar, oder? Es war doch sowas von klar. Hallo? Sehr beruhigend, muss ich sagen, hier. Ich will da gar nicht reingehen. Irgendwas packt mich doch gleich. Ich weiß es genau. Irgendwas packt mich gleich vom Wasser aus.
Hallo? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie andere Horrorspiele damit sind. Entschuldigung. Ich guck mal eben um die Ecke, warte mal. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe keine Angst. Ich habe keine... Was funkelt denn da? Boah, alter Schwede. Boah, das ist noch schlimmer wie bei den Bakers. What the fuck? Was war das? Was war das? What the fuck? Ja, was war das? Alter, willst du mich verarschen? Die Tür geht nicht offen. Oh Gott. Ich hab mich nicht erschrocken. Ich meine, hey, schwarz-weiß. War das... Sind das Erinnerungen vielleicht? Was hier passiert ist? Hallo? Hallo? Alter! Was ist denn da oben? Da oben hängt irgendwas! Alter! Oh Gott! Oh Gott, ich will hier gar nicht sein! Wie das am Plätschern ist! Die Berufsgenossenschaft hätte hier eine wahre Freude! Arbeitssicherheit! Ganz weit oben! So! Noch mache ich lustige Sprüche und kümmere mich um die Arbeitssicherheit, anstatt ich mich erstmal um den ekelhaften Gierklumpen hier kümmere. Was hat denn? Boah, ich möchte gerne mal wissen, wie das hier Alter, Boah, der springt mich klar an, ich schwör's. Geh weg, lass mich. Geh weg. Alter, ist ja ekelig. Ist ja ekelhaft. Oh Gott. Ich möchte das nur noch mal betonen. Wir haben keine Waffe. Nur ein dämliches Fläschchen. Ein Ventilrad. Okay. Eine leere Schublade. Toll. Hätte wenigstens mal was drin liegen können. So eine Axt oder so. Oh Gott. Und ich weiß ganz genau, ich hab... Oha! Alter! Mach doch nicht so was mit mir! Das ist der Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Hat sie alle umgebracht? Alter! Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Tisch? Ich weiß nicht. Komm. Wir gehen hier lang, vielleicht kommen wir hier raus. Alter, mach doch nicht so was mit mir. Alter, ich bin doch noch so jung. Was wollte ich gesagt haben? Ach ja, und ich habe ja vor, das Ding nochmal durchzuspielen. Vielleicht gehört es der Crew. Ich habe ja das Ding vor, nochmal durchzuspielen in diesem Irrenhaus-Modus. Ich habe jetzt gehört, es gibt einen neuen Rekord. Irrenhaus-Modus unter 3 Stunden nur mit dem Messer. Ja, will ich nicht schaffen, aber ich will den Irrenhausmodus durchspielen. Und ich werde alles schon vergessen haben bis dahin, was am Anfang war, wie ich da zu hantieren habe. Weil ich will auch ein bisschen durchlaufen mal. Mal gucken, ob ich das schaffe. Oh Gott. Will ich da lang? Und ich versuche mich wieder so ruhig wie möglich zu bewegen, dass es für euch nicht so zu anstrengend ist zum Zugucken. Weil, wie gesagt, ich habe am Anfang sehr viel mich hektisch mich umgesehen.
Das möchte ich ein bisschen vermeiden. Was ihr jetzt leider nicht sehen könnt, ich habe die Augen zu. Ja, ich gehe quasi blind hier durch. Weil ich Schiss habe. Oh Gott. Oh Gott. Was hier? Ich gehe mal da in die Ecke. Aha, eine antike Münze. Hat sich doch schon gelohnt. Doch schon gelohnt, hinzugehen. Irgendwas kommt doch gleich. Ich weiß es genau. Irgendwas greift uns gleich hier an. Oh, das ist ja süß. Das Rädchen da. Oh je. Oh je. Oh je. Oh Gott. Schön. Oh, ein Rolltor. Da kommen wir schon mal nicht lang. Aber wie lange muss das her sein, dass das Schiff hier so schon runtergekommen ist? Das Schiff muss ja schon Ewigkeiten hier sein. Dass sich da aber auch keiner von der Regierung drum gekümmert hat dann. Weil willst du mir doch erzählen, dass das Schiff hier 5 Jahre hier verschollen ist und keiner sucht danach? Auch nach der Crew nicht oder so? Das kam jetzt unerwartet. Ah, Bücher am Tisch. Ach, guck mal ein. Bücher am Tisch und irgendeine Schrift an der Wand. Das ist bestimmt der Kunstraum. So, was haben wir hier? Crewliste. Captain Ed Charlie. Was? Chefin-Ingenieur. Chefin, sag ich schon. Chefingenieur. Paul Fitzgerald. Erster Offizier. Giovanni Finetti. Zweiter Offizier. Clark C. Welch. Oder Walsh. Mechaniker Dwayne Chalmers. Kommunikationsmechaniker Jim Stockman. Und Arzt Gerald Waddell. Gerald Waddell. Alter, das ist mal ein geiler Name. Ob der Gerald Waddell hier auch was erlebt hat? Ich hab's gewusst. Was? Er muss sich vor etwas erschreckt haben. Mhm. Was steht hier? Sie ist nicht mein Kind. Oh Gott. Ob wir nochmal Margarete nochmal sehen werden? M1 Margarete? Uah. Ohne Spaß. Wisst ihr, woran mich das gerade erinnert? Monstrum! Das ist ohne Spaß. Das mit dem Schiff hier finde ich viel schlimmer als wie das Baker-Anwesen, muss ich sagen. Weil ich viel mehr Muffen habe vor der kurzen, vor der kleinen. Habe ich viel mehr Schiss. Was? Sie ist in mir. Sie ist in jedem. Uah, wer schreibt denn jetzt? Hör auf damit! Der steht doch auf. Hat der Handschellen am Arm? Uah, Entschuldigung. Nee, sah nur so aus, ob der Handschellen am Arm hat. Ja, ich guck weg. Ich versteck mich mal in dem Spind. Ich warte darauf, dass sie jeden Moment irgendwo auftaucht, die Alte. Die Kleine. Oh, hübsche Dusche. Vielleicht soll ich erstmal eine Runde duschen gehen, bevor ich auf die kurze treffe. Oh Gott, ich nehme mal den Arm von dem Kabel weg, ey. Nicht, dass ich hier doch alles rumreiße, wenn jetzt gleich irgendwas passiert. Noch ist alles ruhig. Noch ist alles gut. Wir sind wieder draußen. Juhu. Ah. Ah, das ist mein Zimmer hier. Das habe ich gebucht. Das Zimmer habe ich gebucht auf dem Schiff. Mit Meerblick. Also Meerblick. Ja. Und Balkon. Also Terrasse hier quasi. Na, hier so die Sitzmöglichkeiten. Dann kann ich hier sitzen, kann ich hier gucken. Oh, bezauberhaft. Hm. Ich frage mich, was für Tanks das sind.
Sind das so Tanks, die auf dem Schiff waren, oder sind die schon immer hier am Stehen gewesen? Oder stehen die schon immer hier? Zettel, die wir leider nicht lesen können. Zumindest kann ich da nichts drauf erkennen. So. Was ist hier? Ein hübsches Bild von einer Frau und einem Engel, glaube ich. Und hier das... Ah, guck mal. Warte mal, ich mach das mal anders. Nein, huch. So, LNG-Tanker Annabelle, gebaut 1987, Tragfähigkeit 71.000 DWT, Länge 289 Meter. Das ist bestimmt das Schiff hier. Das kennen wir ja wahrscheinlich aus den Resident Evil Filmen. Also auf dem 5. kenne ich noch ein Schiff, wo die auf dem Schiff gekämpft haben. Aber ob das das Schiff ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Tanks waren auf dem Schiff. Alter! Erinnerst du dich? Nein. Was? Was bist du? Hör auf damit. Geh da weg. Ich kann nicht schneller laufen. Oh Gott. Hör auf mit der Scheiße. Hör auf mit der Scheiße. Ohne Spaß. Ich kann das nicht haben. Oh, das ist mies. Das ist voll mies. Ohne Scheiß. Das ist noch beschissener wie bei den Bakers zu Hause. Oh Gott. Ja, ist klar. Die gibt bestimmt nicht offen, ne? Doch. Okay, wir können also noch flüchten. Das ist super. Ich muss mal so ein bisschen das Mikrofon im Blick haben. Wer macht denn da ewig die Tür zu? Oh Gott. Ist das Evelyn? Kann das sein, dass es Evelyn ist? Ich kann meinen Kopf nicht so lange hochhalten. Ich geh mal nach oben. Wir haben immer noch keine... Der ist vor irgendwas geflüchtet. What the fuck? Okay, es gibt kein Zurück mehr. Oh oh. Was habe ich gesagt? Wovon redest du da? Du hast gesagt! Ich hab... Wovon redet die? Warte! Ich habe das Warten satt. Hä? Was? Ich glaube, sie ist stinkig. Oh Gott. Oh Gott. Ah, hier. Kann ich nicht. Ich habe keine Waffe. Na super. Jetzt kriegen wir schon mal Kraut. Das ist ja schon mal... Es bedeutet schon mal, dass wir auf jeden Fall kämpfen werden. Wir werden definitiv kämpfen. Die Frage ist nur, gegen wen? Also, gegen wen ist klar, aber nur die Frage ist nur, wann? Und werden wir Ethan hier wiedersehen? Das ist die große Frage. Okay, ich geh jetzt erstmal hier gucken. Ich bin ganz schön mutig, fällt mir gerade auf. Ich schwöre, da läuft jemand. Warte mal. Ich schwöre, da läuft jemand. Mach die Taschenlampe aus. Nimm den scheiß fucking Feuerlöscher. Ah!
Nein, 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 nein. Oh. Nein, nein, nein. Ich kann mir nicht helfen. Ah, das ist scheiße. Aua, hör auf. Hör auf damit. Lass das. Geh weg. Du stinkst, dann mach die. Aua, lass das. Ja, sicher. Wollt ihr mich verarschen? Ihr wollt mich doch verarschen. Ich hab doch keine Waffe. Hier war noch eine Tür. Aua. Ah, Alter, aua. Kann ich die Tür zu machen? Mach die Tür zu. Mach die scheiß Tür zu. Ja, habe ich jetzt auch gerade die Zeit für zu lesen. Alter, ich habe doch gar keine Waffe. Geh weg. Guck, wie er durchguckt. Hallo. Kann ich hier durchs Fenster gucken? Oh, Entschuldigung. Hallo. Hallo, ich bin hier. Ich hätte gern Happy Meal. Zwei Cheeseburger und eine Pommes. Und eine Coke. Zum Mitnehmen, bitte. So.